Wir erhielten die Nachricht spät an einem Samstagabend. Dimitri forderte den Gefallen ein, den ich ihm in Holland versprochen hatte. Er hatte schon für das ganze Team Tickets unter falschem Namen für die Blutbadbucht erstanden. Als die vielleicht gesetzloseste Stadt der Welt ist sie die Herberge vieler Aussteiger, die verbissen an der Lebensart ihrer Piratenvorväter festhalten. Auf der Reise gab uns Dimitri einen Überblick. Sein Großvater René Lustau war ein Pionier im Tiefseetauchen. Er machte ein Vermögen mit gesunkenen Wracks. Aber sein Glück verließ ihn, als ihm ein junger Halsabschneider namens Schwarzfleck Peter nicht nur seine Beute, sondern auch die kostbare Tauchausrüstung stahl. Er gab die Schatzsuche auf und gründete schließlich eine Familie. Dimitri träumte davon, eines Tages die Ausrüstung seines Großvaters zurückzubekommen. Und das war unsere Aufgabe. Er wollte, dass wir diese mysteriöse Tauchausrüstung wieder beschaffen. Eigentlich gar nicht so übel. Wenn alles so läuft wie geplant, hätten wir einen Froschmann in unserem Team, was laut Bentley beim Knacken des Cooper-Tresors sehr hilfreich wäre. Dieser Bentley denkt auch an alles. Auch ein sehr schöner Kapitelname, sehr passend zum Thema natürlich. Und ja, hier sind wir. Und schauen wir mal gerade. Ihr seht's, ne? Ihr seht selbst. Klar. Also man muss in dem Spiel nie farmen, man hat immer mehr als genug Geld. Wie viel haben wir? 2500? Das ist halt ungefähr das hier plus das hier. Wenn wir jetzt noch 9 Münzen sammeln, dann passt das. Und sonst ist ja da nicht mehr viel übrig. Nur noch das hier, 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 das hier. Ja, natürlich, Grievous. Natürlich. What the fuck, ey. Aber egal. Machen wir uns darum erstmal keine Gedanken. Springen wir erstmal rein, würde ich sagen. Und machen mal die erste Expedition, die wir immer machen. Schwarzfleck Peter ist ausgestiegen und lebt hier in der Stadt. Ich markiere sein Haus mit einem Wegpunkt. Schwarzfleck Peter. Und ich finde diese, allein nur diese Stadt finde ich halt schon mega cool. Aber ihr merkt vielleicht auch schon, aha, irgendwie ist die Stadt kleiner als die anderen Welten vorher. Natürlich, sie hat immer noch die Größe, also ich würde sagen, 3/4 von den vorherigen Welten hat sie immer noch. Aber die Stadt ist insgesamt kleiner und wie kann man denn in dieser einen Stadt ein ganzes Kapitel verpacken? Na, die Antwort werdet ihr noch früh genug bekommen. Können wir da rein? Yes. Kann man sich auch direkt einen geilen Überblick über die Stadt verschaffen. Und dann schauen wir mal, das hinten ist übrigens auch noch ein Areal, diese kleine Insel da. Dann schauen wir mal, wo Schwarzfleck Peter sich niedergelassen hat. Da ist er. Schwarzfleck Peter. Piraten werden so alt? Ich dachte, die würden vorher Skorbut kriegen. Sei immer auf der Hut. Alle Piraten sind Killer, so einfach ist das. Und sie trauen Außenseitern nicht über den Weg. Was ist mit deinem Piratenakzent? Da, jetzt hab ich doch den zweiten Stift für den Piratentest vergessen. Mach du nur Witze. Aber der Typ hilft uns nur, wenn wir sein Vertrauen gewonnen haben. Geh und sprich mit ihm. Okay, alles klar. Na, dann machen wir das doch. Yo, my boy, was geht? Piratenbar, hä? Schwarzfleck Peter, ich möchte mit dir über einen Schatz reden. Damit sollst du dich auskennen. Schatz? Aber mit jemandem wie dir rede ich nicht über ein so wichtiges Thema. Verschwinde, du Landratte! In all den Jahren habe ich nur mit dem sauertöpfischen Tim über unser goldiges Hobby gesprochen.
Vielleicht können wir uns irgendwie einigen. Halt deinen Mund, Landratte, oder ich schließe ihn dir mit meinem Säbel! Das mögen die Mandeln gar nicht, glaub mir. Dieser Schwarzfleck, Peter, ist ein harter Brocken. So kommen wir nicht weiter. Wir müssen ihn irgendwie davon überzeugen, dass du der sauertöpfische Tim bist. Was ist mit Tim passiert? Seine Offiziere meuterten und teilten die Beute unter sich auf. Auch seine Kapitänsuniform. Dies ist die einzige richtige Piratenstadt. Sie müssen hier irgendwo sein. Du hast recht. Das ist Stein, Jake. Einen härteren Kerl wirst du nicht finden. Er hat die Augenklappe. Hält er auch eine Kopfnuss von einem Anker aus? Guter Plan. Das wär's, erster Mat. Stein, Jake hasst Affen. Wenn du gegen die Palmen schlägst, wird er bestimmt angerannt kommen. So können wir ihn unter den Anker locken. Okay. Was? Sind das etwa Affen? Sind das etwa Affen? Dreckige Primaten! Ich mag Stein-Jack irgendwie. Was, Affen? Was? Dreckige Bananenfresser! Gott, das ist so rassistisch. Jetzt hab ich den. Irgendwie, ich weiß doch auch nicht. Können wir ihn irgendwie hier hoch? Stein-Jack ist in Position. Anker fallen lassen. Hast du davon? Da haben sie die Affen heimgezahlt, du Affe. Ich habe bereits den zweiten Offizier entdeckt. Er ist in der Nähe des umgedrehten Boots. Okay. Das ist auch gleichzeitig eine schöne Möglichkeit, diese Spielwelt hier mal kennenzulernen. Weil, ich dürfte es ja schon langsam relativ angedeutet haben, aber, diese Stadt hier, obwohl sie schon an sich groß ist, ist diesmal nicht alleiniger Schauplatz von diesem Kapitel. Das ist mitunter das Geniale daran. So. Müssen wir nur mal gucken, dass wir irgendwie die Orientierung beibehalten. Och, kommt schon wieder so eine Situation. Da ist unser Versteck. Da müssen wir hin. Und das, obwohl die Stadt an sich schon ein mega geiles Setting ist, finde ich. Also, ich mag den Hafen, ich mag hier die Stadt an sich, weil die so schön verwinkelt ist mit diesen Sachen auf den Dächern und so und unten die kleinen Gässchen. Und dann gibt es hinten noch diese kleine Insel, wo wir gerade eben den Typen zu den Palmen gelockt haben. Da ist der zweite Offizier. Du musst sein Holzbein stehlen. Sein Holzbein? Im Ernst? Ist das nicht ein bisschen zu gemein? Du brauchst es für das Kostüm. Es ist einzigartig. Mach dir lieber darüber Gedanken, wie du an seinen Leibwächtern vorbeikommst. Ich nehme mir eine nach dem anderen vor. Das sollte kein Problem sein. Okay. Gott sei Dank haben wir die Fertigkeit, die uns erlaubt, das einfach richtig easy zu machen. Normalerweise müssten wir natürlich immer wieder abhauen, weil uns der Vordermann bemerkt. Aber in dem Fall... Ich schleiche hinter ihn und klau ihm die Schrauben aus seinem Holzbein. Oh, wir sind schon fies. Hervorragende Arbeit. Jetzt ist nur noch ein Offizier übrig, der zuckende Ned. Leider hat es sich herumgesprochen, dass es jemand auf Offiziere abgesehen hat und er versteckt sich in einem Ausguck. Wo ist er? Oh, da ganz oben. Okay, my boy. Okay, das hat funktioniert. Der hat auch direkt was zum Klauen hier. Piraten haben immer viel Kohle dabei, hoffe ich mal. Ja, es sieht schon ganz gut aus. Also hier, die Gegner haben auf jeden Fall mehr Zeugs dabei, was wir brauchen. Was wir wirklich brauchen. Damit wir auf Dauer
Die Hunde kommen näher. Bleibt wachsam. Verlier nicht die Nerven. Das Geld zusammenkriegen. Bleibt wachsam. Ja, wachsam. Aha, ich wusste es. Es ist wahr. Einer von Tims Leuten sind auf Rache. Jag ihm nach. Er hat Tims Hut. Ja, und muss ich ihn einfach noch verfolgen? Ich hoffe mal. Oder muss ich ihn auch umbringen? Ne, ich denke, ich muss ihn einfach nur verfolgen. Oder muss ich ihn umbringen? Wobei Bentley hat gesagt, ich soll ihm nur nachjagen. Also von daher mache ich das auch mal so. Ergreif diesen nicht. Oh, dieser Blödmann. Okay, ich sehe schon. Beim ersten Mal war ich nicht drauf vorbereitet, aber jetzt weiß ich Bescheid, my boy. Ihr kriegt mich nicht. Er rennt schon einen Ticken schneller als wir, von daher gehe ich nicht davon aus, dass man ihn wirklich umbringen muss, sondern dass man ihn einfach nur verfolgen muss. Hi. Jetzt geht's noch über die Dächer. Wirklich, also ich glaube, besser hat man nie vorher eine Spielwelt kennengelernt als Sly. Jetzt weiß ich allerdings nicht. Ah, okay. Wow! Wow, er war echt nicht weit von mir weg, Spiel. What the fuck? Okay, gut. So viel also dazu. Ah, da kann ich ihn... Nee, okay, er ist unverletzbar. Aber das war jetzt echt... Also, was ein Quatsch. Was ein Quatsch. Er war halt gerade mal auf der anderen Seite vom Schiff und ist gerade runtergesprungen. Ich hätte ihn halt noch locker wieder eingeholt. Aber das Spiel so... Nope. Anhalten. Aber der Typ hier ist definitiv schon der... Der gebiefteste von den drei Typen, die wir uns hier vorknöpfen. Ihr kriegt mich nicht. Aber der Typ, der Affen hasst, war schon witzig. Selbst in seinem Tod noch so diese dreckigen Affen. Super. So, jetzt aber bitte lass das jetzt funktionieren. Ich lass mir nicht erzählen, dass der Typ mich irgendwie abgehängt hätte, weil er 2 Meter vor mir ist. Okay. Was kommt ihr hier herum, ihr jungen Hunde? Ey, Moment, ich bin kein Hund. Er ist ein Hund, aber nicht ich. Wo willst du noch hin, Bro? Du bist gefangen. Stehen bleiben! Ich stehe mit dem Rücken zum Meer. Ich ergebe mich. Ich will doch bloß deinen Hut. Mein Hut? Das ist alles? Nimm diesen verschimmelten Stofffetzen und verschwinde! Und erzähl deinen Kollegen, dass sie sich nicht mit mir anlegen sollen. Kannst dich als sauerköpfischer Tim verkleiden. Geh zu Schwarzfleck, Peter, und tu so, als wärst du sein alter Partner. Ich find's auch vor allem geil, dass Schwarzfleck, Peter, jetzt wirklich auf uns reagiert hat. Piratenakzent nicht. Als wir an ihm vorbeigerannt sind. Ich muss sagen, die Piratenspielwelt ist schon extrem cool. Auch jetzt hier diese Stellen mit dem versunkenen Schiff, hier diese Totenkopffestung. Also... Da die kleine Insel noch. Also ich finde die vom Style her so geil. Da wirklich Lob an die Entwickler. Oh. Ob das jetzt so einfach funktioniert? Nein, natürlich nicht. Ach, wir müssen von woanders darauf. Das geht sonst nicht. Warum ist das hier so, warum ist das so umständlich? Komm schon. Da können wir hoch. Reicht das, um auf das zu kommen? Ja, gut. Ark, ich bin der sauertöpfige Tim. Hallo. Was? Sauertöpfischer Tim? Du bist zurück, du heuchlerischer Lump. Ja, Kamerad. Und nichts für ungut, aber ich würde gern über einen Schatz reden. Lass uns zuerst einmal eine Runde zusammen fluchen, du Pavian-Gesicht. Ich
Ich habe darüber gelesen, Slyden. Das ist ein Brauch bei Piraten, sich Beleidigungen an den Kopf zu werfen. Du darfst nur niemals etwas wiederholen, was schon gesagt worden ist. Du bekommst die erste Breitseite, Schiffskamerad! Aussitzen, kahlköpfiger, nervtötender Walfurz. Du bist ein kahlköpfiger, nervtötender Walfurz. Aber ich denke, du bist ein plappernder, Seegras schlürfender Hautlappen. Aussätziger, nervtötender Kotzbrocken. Ach ja, und du bist ein aussätziger, nervtötender Kotzbrocken. Das hatten wir schon. Kein Pirat mit ein bisschen Ehre würde eine Beleidigung wiederholen. Das ist gegen die Natur. Oh, fuck. Kurzzeitgedächtnis, lass mich nicht im Stich. Scheiße. Du bekommst die erste Breitseite, Schisskamerad. Okay, winziger, zahnloser Kabinen-Stuart. Du bist ein winziger, zahnloser Kabinen-Stuart. Das mag schon stimmen, aber du bist ein brummender, skorbutkranker, sackvoller Mann. Winziger, grocksüchtiger Schleimhaufen. Du bist ein winziger, grocksüchtiger Schleimhaufen. Das hatten wir schon. Ach, come on. Pirat mit ein bisschen Ehre. Ehrlich? Eine Beleidigung wiederholen. Ach, goddammit. Gegen die Natur. Oh, diese Beleidigungen sind einfach zu Standard, als dass ich mir die richtig behalten könnte. Komm schon, jetzt aber. Du bekommst die erste Breitseite. Die Frage ist, ob ich auch darauf achten muss, was Sly gesagt hat. Dummer, dummschwätzender Deckschrubber. Okay. Du bist ein dummer, dummschwätzender Deckschrubber. Du fluchst wie ein Kind. Du bist ein scharfhirniger, schielender Kuhfladen. Sabbernder, gelbbäuchiger Ankerkopf. Das war definitiv nicht. Sabbernder, gelbbäuchiger Ankerkopf. Aber ich denke, du bist ein hirnloser, hinkelbeiniger Schleimhaufen. Idiotischer, heuchelnder, sackvoller Mann. Ja, und du bist ein idiotischer, heuchelnder, sackvoller Magen. Das mag schon stimmen, aber du, bist ach komm schon, ein segelohriger, schleimiger Kabinen-Steward. Pickliger, skorbutkranker Walfurz hatten wir nicht, oder? Du bist ein pickliger. Also zumindest in diesem Dialog. Skorbutkranker Walfurz. Du fluchst wie ein Kind, du. Oh nein, bitte, nicht noch mehr. Grocksüchtiger Hautlappen. Pickliger, zahnloser Kotzbrocken. Hä? Ach ja, und du bist ein pickliger, zahnloser. Das war doch alles schon mal. Kotzbrocken. Das hatten wir schon. Hä? Kein Pirat mit ein bisschen Ehre würde eine Beleidigung wiederholen. Oh, wie oft muss ich das denn machen? Spiel. Wahrscheinlich war das sogar das letzte Mal. Aber die Frage, die ich mir halt stelle, darf ich nur nicht das verwenden, was er schon mal vorher benutzt hat? Oder darf ich nicht das verwenden, was generell schon mal vorher benutzt wurde? Weil mir kam es jetzt beim letzten Mal wirklich so vor, als wäre alles schon mal gesagt worden. Also sowohl von ihm als auch von Sly. Och, Mann. Okay. Du bekommst die erste Breitseite, Schisskamerad! Okay, kahlköpfiger, schleimiger Deckschrubber. Du bist ein kahlköpfiger, schleimiger Deckschrubber. Aber ich denke, du bist ein pickeliger, Seegras schlürfender Kotzbrocken. Segeläuger, gelbbäuchiger Kuhfladen. Du bist ein segelohriger, gelbbäuchiger Kuhfladen.
Das mag schon stimmen, aber du bist ein hirnloser, furzender Schleimhaufen. Winziger, hingebeiniger Walfurz. Ach ja, und du bist ein winziger, hinkebeiniger Walfurz. Du fluchst wie ein Kind. Du bist ein plappernder, nervtötender Kabinensteward. Dummer, grocksüchtiger Ankerkopf. Du bist ein dummer, grocksüchtiger Ankerkopf. Das mag schon stimmen, aber du bist ein brummender, heuchelnder, sackvoller Maden. Okay, scharfsinniger, zahnloser Hautlappen. Ach ja, und du bist ein scharfshirniger, zahnloser Hautlappen. Sauertöpfischer Tim, das Gott kannst sei Dank. Nur du sein. Vergib diesem alten Seebären und seinen sonnenverbrannten Augen, dass er dich nicht sofort erkannt hat. Ich traf weder an Land noch auf See jemanden, der so gut fluchen kann. Warum warst du so lange weg? Ich will meinen Teil des Schatzes holen, den wir diesem Remy Lusto vor Jahren gestohlen haben. Das war ein prima Coup. Ich erzähle gern davon in der Hafen. Wir beide haben die Beute in der Mitte der Dolchinsel begraben. Die ganzen Jahre war die Schatzkarte sicher versteckt. So sicher wie ein Fass voll Rum. Lasst ihn uns holen. Es wird Zeit, dass wir unsere Rente ausgraben und wie Fürsten leben. Es grämt mich, dir das sagen zu müssen, Schiffskamerad. Ich musste gestehen, dass ich meine Galeone vor Jahren beim Kartenspiel verloren habe. Und es wird noch schlimmer. Die Karte wurde mir von dem fiesen Kapitän Lefouet gestohlen. Was? Ich hätte ihn eher mit meinem Säbel aufgeschlitzt, als ein so wertvolles Pergament aufzugeben. Dieser Lefouet ist kein gewöhnlicher Seeräuber. Nein, er soll der klügste Mann auf den 7 Weltmeeren sein. Dieser Teufel lebt in der Festung dort drüben. Dort findest du die Karte und deinen Tod. Aber den Schatz musst du alleine heben, Kamerad, denn meine Seefahrertage sind schon lange vorbei. Danke, Peter. Du warst immer ein guter Freund. Ja, und du bist immer noch ein dürrer, stinkender, behaarter Widerling. Okay, also ich liebe eigentlich alles an dieser Welt, nur das war jetzt ein bisschen zu oft, hat sich das wiederholt mit den Schimpfwörtern, warum auch immer. Dank Schwarzfleck, Peter, haben wir eine Spur zu dem Lustlos Schatz. Er ist irgendwo auf der Dolchinsel vergraben. Die ist wirklich sehr, sehr weit weg. Für die Reise müssen wir im Hafen ein Piratenschiff stehlen, was angesichts der halsabschneiderischen Natur dieser Halsabschneider nicht leicht sein wird. Zuerst werden Murray und Sly ein Beiboot stehlen und damit die Ruder aller anderen Schiffe zerstören, die uns verfolgen können. Das wird bestimmt die Hafenpolizei auf den Plan rufen. Also bereitet euch auf eine Seeschlacht vor. Wenn sie aus dem Weg sind, hält uns nichts mehr auf. In der Zwischenzeit werden Penelope und ich in Leafreys Festung einbrechen und die Schatzkarte stehlen. Danach stehen wir im Schiff und setzen Segel in Richtung Dolchinsel. Dann müssen wir bloß noch der Karte folgen und die Beute ausgraben. Ja, ja, ja. Und das ist eben das richtig Geile an dieser Spielwelt. Leute, wir kapern ein Schiff und dürfen danach auf die See fahren. So wie es zum Beispiel, also natürlich noch nicht ganz so ausgiebig wie da, aber so wie es zum Beispiel von Assassin's Creed Black Flag kennt oder dementsprechend ein paar von den Nachfolgern oder generell alle Assassin's Creeds danach, wo man irgendwie mit dem Schiff fahren konnte. Und das Lustige ist, dieses Spiel war ja so viel weiter vorher und es wirkt einfach so, als ob Assassin's Creed so hardcore bei der Schiffssteuerung geklaut hätte. Oder generell bei den Schiffskämpfen, wie die funktionieren in einem Third-Person-Adventure. Aber wie das genau verläuft, das werdet ihr dann in der nächsten Aufnahme sehen.
Denn das lief jetzt doch noch länger, als ich gedacht hätte. Ich habe ja immer gesagt, ich mache noch die erste Mission in dem Gebiet. Dass es sich jetzt so zieht wegen dem Scheiß mit den Schimpfwörtern, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber so ist es nun mal. Und ja, es war cool. Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. China war auch sehr, sehr schön, aber das wird jetzt geil und ich habe Bock drauf. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wahrscheinlich, wenn ich es zeitlich schaffe, die Tage. Ich mache ja gerade noch Star Wars Fallen Order nebenbei als Streaming-Projekt. Dann nehme ich mir auch hin und wieder Nachmittag für Zeit. Und ich wünsche euch noch, wir haben übrigens das mittlerweile 18.07 Uhr. Ich glaube, als ich angefangen habe, war es irgendwie 16 Uhr noch was. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Mittag, schönen Tag. Welche Uhrzeit es auch immer gerade bei euch ist. Und bis zum nächsten Mal bei Sly 3 Honor Among Thieves.